Frankreich im Freudentaumel. Die Champs-Élysées in Paris wurden nach dem Finaleinzug zur Jubelmeile. Tausende feierten den 1:0-Sieg gegen Belgien in St. Petersburg. Chris Didier Deschamps die Fäuste in die Höhe. Antoine Griezmann weinte vor Glück und Torschütze Samuel Umtiti hüpfte ausgelassen über den Rasen. Bei den hart gelandeten Überfliegern aus Belgien saß der Frust hingegen tief. Das ist ein Anti-Fußball-Team, wütete Torhüter Thibaut Courtois nach dem verpassten Finaleinzug. Der Stürmer spielt 30 Meter vor dem eigenen Tor. Frankreich köpft nach einer Ecke ein und macht nicht mehr als verteidigen. Umtiti erzielte in der 51. Minute nach einer Ecke von Griezmann den Treffer des Tages. Dabei brachte er das Kunststück fertig, das Kopfballduell gegen den 11 cm längeren Marouane Fellaini zu gewinnen. Die Roten Teufel, die in der ersten Hälfte der Führung nahe waren, konnten nicht mehr kontern. Live-Ticker zum Nachlesen: Wir haben verteidigt und nach einem Standard getroffen, das war ein bisschen wie bei Atletico, da habe ich mich gut zurechtgefunden, sagte Vorbereiter Griezmann. Courtois hätte lieber gegen Brasilien verloren. Courtois konnte der Spielweise der Franzosen wenig Positives abgewinnen. Ich hätte lieber im Viertelfinale gegen Brasilien verloren, das war wenigstens ein Team, das Fußball spielen wollte, sagte der Chelsea-Keeper, fand aber auch selbstkritische Worte, an einem guten Tag kannst du gegen ein Anti-Fußball-Team bestehen, aber der letzte Ball kam nicht an und wir waren manchmal schlampig in unserem Passspiel, vor allem Kevin De Bruyne wurde von der französischen Defensive nahezu komplett aus dem Spiel genommen. Während die Roten Teufel ihren ersten Finaleinzug verpassten, greift die Equipe Tricolore am Sonntag in Moskau, 17 Uhr im Live-Ticker, entweder gegen Kroatien oder England nach ihrem zweiten WM-Titel. Alle Ergebnisse im Überblick: Ich bin sehr glücklich. Es war sehr schwer gegen dieses gute belgische Team. Ich ziehe den Hut vor meinen Spielern, sagte Deschamps, der beim Triumph 1998 bei der Heim-WM in Frankreich noch als Spieler auf dem Rasen stand. Nun kann er in die Fußstapfen von Franz Beckenbauer und dem Brasilianer Mario Zagallo treten und als erst Dritter neben den beiden Legenden als Trainer und Spieler Weltmeister werden. Umtiti: Wir waren echte Kerle, Siegtorschütze. Umtiti schwärmte: Ich platze vor Stolz. Wir haben Druck gemacht, ich hatte das Glück zu treffen. Wir haben ein großes Match abgeliefert, wir waren echte Kerle, während die Franzosen nach dem Titel 1998 und der Finalniederlage gegen Italien in Berlin 2006 ihren dritten Anlauf auf den Goldpokal nehmen, bleibt Belgiens goldene Generation vorerst ungekrönt, Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Co. ereilte das Schicksal ihrer Vorbilder. Jean-Marie Pfaff und seine Mitstreiter hatten ein 1986 EK-Sekunden-WM-Halbfinale 0:2 gegen Argentinien verloren. Das Spiel war sehr eng. Die Einstellung meiner Spieler war fantastisch. Einer muss gewinnen, einer verlieren. Aber meine Spieler haben Großes geleistet, sagte Belgiens Trainer Roberto Martinez und fügte mit Blick auf das Spiel um Platz 3 am Samstag an selber Stelle hinzu: Wir müssen diese Enttäuschung hinter uns lassen und versuchen, das Turnier mit einem positiven Gefühl zu beenden. Hazard setzt Nadelstiche. Belgien kam nach einer Abtastphase wesentlich besser ins Spiel als die Franzosen. Hazard gab auf Vorlage von De Bruyne den ersten Warnschuss ab, 15. Vier Minuten später schloss der Spielmacher vom FC Chelsea erneut gefährlich ab, Raphael Varane fälschte den Schuss gerade so noch zur Ecke ab. twitter.com/im-football-status-1017731567894659089 Kurz darauf 22. zwang Tobi Alderweireld Frankreichs Torwart Hugo Lloris mit einem Drehschuss zu einer Glanzparade. Les Bleus hätten sich über einen Rückstand vor 64.286 Zuschauern nicht beklagen können. Pavard hat Frankreichs Führung auf dem Fuß. Frankreichs beste Chance vor der Pause hatte der Stuttgarter Benjamin Pavard, 39.
Erneut mustergültig vorbereitet von Mbappé, kam der Außenverteidiger aus Spitzenwinkel frei zum Schuss, doch Belgiens Schlussmann Thibaut Courtois parierte großartig mit dem Fuß. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Königin Mathilde und König Philipp von Belgien mussten nach der intensiven ersten Hälfte auf der Ehrentribüne erstmal durchschnaufen. Danach bekamen die Franzosen die Partie immer besser in den Griff. Nach der schnellen Führung wuchs das Selbstvertrauen der Blauen weiter an. Belgiens Trainer Roberto Martinez brachte in Dries Mertens einen weiteren Angreifer, De Bruyne rückte dafür auf die 6. Mertens leitete dann auch Belgiens erste große Chance nach der Pause mit einer Flanke ein. Fellaini machte seinen Fehler beinahe gut, verfehlte aber per Kopf das französische Tor knapp 65. Die letzte Chance zum Ausgleich besaß Axel Witsel, 81. Der Rest war französischer Jubel.